Hallo, willkommen zu den Brawl Studios. Heute ist der Paladin dran, der Vergewaltigungspaladin. Die Talente: Geschwindigkeit des Lichts, Faust der Gerechtigkeit, geheiligter Schild, unbeugsamer Geist, geweihter Zorn, Richtspruch, letztes Urteil. Die Glyphen: Urteil des Templers, leuchtender Vorreiter, göttlicher Sturm, Nachsinnen, zornige Vergewaltigung und Königsritt. Die Prioritäten: Stärke, Meisterschaft, Tempo etwa 9%, Mehrfachschlag, Crit. Um euren Glauben aufrichtig zur Geltung zu bringen, kleidet ihr euch am besten mit einer edlen und möglichst hellleuchtenden Plattenrüstung. So könnt ihr in Verbindung mit eurem dicken Hammer auch als Kirchturmglocke dienen. Die Rotation: Siegel der Wahrheit wird euch leiten, Richtspruch aktivieren und auf Cooldown halten. Exorzismus, Richturteil, Kreuzfahrerstoß in beliebiger Reihenfolge aktivieren, bis ihr 5 Holy Shit gesammelt habt. Danach letztes Urteil aktivieren, göttlicher Sturm, sobald es leuchtet. Zornige Vergewaltigung wird nur für Damage-Phasen gebraucht. Vergesst nicht, euren Ruhestein mit der Bubble in dein Makro zu schreiben und hört doch bitte mit der Hand des Schutzes auf. Bitte. Hört auf. So, das war's mit dem Video, ciao, haut rein.